Die Ausgangssperre ist sehr wahrscheinlich und wenn sie in Kraft tritt, wird es für alle Menschen, insbesondere für Ältere und Gebrechliche, schwer werden. Sie benötigen dringend Hilfe von außen, denn natürlich kann eine Versorgung nicht gestoppt werden. Solange er kann und darf, wird Orthopädie-Schuhmachermeister Markus Ulrich seine Kunden versorgen. Ja, wir sind ja nach wie vor mit im Gesundheitswesen mit integriert als Gesundheitshandwerker. Wir kümmern uns um gehbehinderte Menschen, versorgen Diabetiker, also ein ganz breites Spektrum von Patienten, die wir jetzt auch weiter versorgen wollen, solange wir das dürfen, vom Gesetzgeber her. Deswegen haben wir die Möglichkeit mit unserer mobilen Fußambulanz, wir haben eine komplette funktionierende Werkstatt inklusive Scan- und Vermesstechnik hier auf dem Auto drauf, unter Einbehaltung natürlich aller Hygienevorschriften, was man so tun kann, dass wir quasi diese Personen hier weiter versorgen können, vor Ort zu Hause, um eben auch diese Infektionsgefahr gerade eben für diese Risikogruppe so gering wie möglich zu halten. Gut, okay. Würde doch ganz gut passen, ne? Ja. Okay, gut. Wir können unser komplettes Portfolio quasi anbieten. Das heißt, wir können, wir haben eine Schleifmaschine auf dem Auto drauf, wir können Punktentlastungen an Einlagen, Fußbettungen vornehmen. Gerade das Thema Diabetiker, die ja zu der Hochrisikogruppe gehören, die können wir individuellere Anpassungen machen, inklusive Fußdruckmessung etc. Wie gesagt, wir wollen die Leute auf dem Auto versorgen, nicht in der Wohnung. Und eben auch denselben Service bieten wir eben auch an für Pflegeheime, Krankenhäuser etc. Es wird natürlich viele Patienten so momentan betreffen, dass die zwar Probleme haben, aber im Prinzip momentan Probleme haben, zum Hausarzt zu kommen. Das heißt, auch die Leute, die uns brauchen, können uns anrufen, unsere Hotline 21 3x die 4 und die 23 und können uns erstmal vorab bestellen. Wir machen dann eine Verordnungsempfehlung für den Hausarzt und dann wird es sicherlich einen Weg geben, dann auch an das dementsprechende Rezept zu bekommen. Okay. Dann tschüss. Tschüss. Läuft ja schön.